Hallo, liebe Freunde von Grenzenlos Leben. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute zum Thema Widerstand für Anfänger. Doch bevor ich aufs Thema komme, bitte hinterlass ein Abo für den Newsletter, ein Abo für den Kanal hier auf YouTube und guck dir bitte auch das wahre Grenzenlose Leben auf Telegram einmal an. Dort kriegst du mehr Informationen. Widerstand für Anfänger. Warum mache ich das Video? Wenn ich den Gebrauch des Wortes Widerstand in der sogenannten Opposition in Deutschland, Österreich und der Schweiz höre, dann kann ich nur den Kopf schütteln oder mich wegschmeißen vor Lachen. Ich habe von einer dieser Widerstandstanten namens Eva Rosen vor kurzem auch schon auf Telegram mal ein Battle-Video gepostet, wo sie jammert, dass sie seit 544 Tagen im Widerstand ist und jetzt einen Job sucht. Oh, meine Fresse. Mit diesen Gestalten kann das nichts werden. Ein Markus Heinz, der um die Welt tingelt und ja, Widerstand spielt. Es ist so lächerlich, es ist so traurig, es ist so peinlich, wenn man sich dieses Elend anguckt. Denn mit Widerstand hat das alles nichts zu tun. Widerstand hat in Deutschland durchaus auch Tradition. Wenn man so will, hat auch Martin Luther Widerstand geleistet. Es gibt gute Beispiele im deutschen Militär für Widerstand. Die Comedy, die sich jetzt Bundeswehr nennt, ist dafür natürlich kein Beispiel. Und es gibt auch viele Beispiele zivilgesellschaftlichen Widerstandes in der Geschichte in Deutschland, in unterschiedlichsten Zeiten, von unterschiedlichsten Menschen. Aber all diese Menschen, all diese Widerständler hat eines verbunden. Sie haben sich nicht auf die Spielregeln der Diktatoren eingelassen. Sie haben sich nicht auf die Spielregeln des Systems eingelassen. Sie haben Widerstand geleistet. Die Spinner, die sich heute Widerstand nennen, die heute Widerständler sein wollen und auf PayPal und anderen Plattformen um Geld betteln, das sind einfach nur Systemkreaturen, die mitmachen, wie das System funktioniert. Sie können nichts dafür, sie sind so geframed, sie sind so erzogen. Widerstand muss friedlich sein, mit friedlichen Methoden. Ich habe ja nichts gegen friedlich. Aber anderthalb Jahre dieser Comedy-Widerstand in Nordkorea 2.0 hat ja wohl bewiesen, dass dabei 0,0 rauskommt. Weil es genau der Widerstand ist, den Systeme und Diktaturen haben wollen. Schön friedlich, schön an die Spielregeln halten, schön Widerstand machen, wie Mama und Papa das sagen. Und abends dann wieder schön Fernsehen oder schön im System mitspielen. Lächerlich, absolut lächerlich. Aber immerhin nennen sie sich jetzt schon Widerständler, diese Comedy-Truppe. Als ich im März 2020 das erste Mal sagte, es ist Zeit für Widerstand, da wurde ich von vielen blöd angeguckt. Heute werde ich blöd angeguckt, weil ich den Leuten erkläre, was Widerstand ist. Widerstand ist, gegen das System zu kämpfen, das System zu zerstören, das kaputt zu machen, was einen kaputt macht. Das ist Widerstand. Das muss nicht mit Gewalt sein. Das sagt ja niemand. Wobei, das kann auch mit Gewalt sein. Natürlich. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wie weit er gehen möchte, was er tun möchte, was für ihn der richtige Weg ist, um eine Diktatur zu beseitigen. Das ist Widerstand. Und das kann man mit ganz kleinen Dingen tun. Ganz einfach, indem man sich dem System komplett verweigert. Indem man falsche Gebühren zahlt. Indem man das System und die Verwaltung der Diktatur gezielt zum Einsturz bringt. Auch dazu habe ich Artikel geschrieben und Videos gemacht. Man muss es nur einfach anfangen, sich dem System zu verweigern, sich der Diktatur zu verweigern. Aufhören, mitzumachen. Das ist Widerstand. Wer sich auf Marktplätze stellt und Reden hält und sich dann von den Bullen festnehmen lässt, das ist doch kein Widerstand.
Widerstand findet im Verborgenen statt. Widerstand ist nicht zu erkennen für das System. Widerstand schlägt zu, wenn das System es nicht erwartet. Widerstand ist wirkliches Bekämpfen der Diktatur, der Struktur, derjenigen, die das tun, was deine Freiheit zerstört. Das ist Widerstand. Und da gibt es hunderte Möglichkeiten, die du ohne Risiko und ohne irgendwelche Kosten täglich umsetzen kannst. Du musst es nur wollen. Denk mal drüber nach. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.